Leute, es ist soweit. Finally. Nach 100 Jahren Research, nach hunderten Fragen von euch auf Instagram und YouTube, könnt ihr endlich mal eine Reiseroute zu Bali machen. Wir brauchen eine Reiseroute. Ist heute der Tag gekommen, wir werden unsere Reiseroute für Bali preisgeben. Das heißt, wir sagen euch, welche Orte sollt ihr auf Bali auf keinen Fall verpassen. Was sollt ihr in diesen Orten machen? Wo sollt ihr in diesen Orten schlafen? Vielleicht auch, wie kommt ihr von A nach B? Also wirklich alles, was ihr missen müsst, sodass ihr quasi die ultimative Bali-Reiseroute am Start habt. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Und legen direkt los. Also damit herzlich willkommen im heutigen Video. Hallo. Vielleicht, wer uns noch nicht kennt, wir leben jetzt mittlerweile schon seit 2,5 Jahren hier auf Bali. Wir sind davor auch ständig hier hingereist. Wir haben die Insel gefühlt schon 5-mal umrundet. Und wir haben echt viel gesehen. Absolut. Auf dieser Insel. Fast jeden Winkel, genau. Das heißt, wir können schon rauspicken, was cool ist, was vielleicht nicht so cool ist. Und wir haben versucht, eine Reiseroute zusammenzuschustern, die erstmal für jeden nice ist, um Bali vielfältig zu sehen. Bevor wir allerdings loslegen, wollen wir noch kurz dem Sponsor des heutigen Videos danken, und zwar Blinkist. Mittlerweile schon langer Supporter dieses Kanals. Ja. Und wir empfehlen die App immer wieder gerne. Wer Blinkist noch nicht kennt, das ist eine App, wo ihr über 5000 Sachbücher auf ungefähr 15 Minuten zusammengefasst findet. Mittlerweile gibt es nicht nur Bücher, sondern auch Podcasts, die zusammengefasst sind. Es gibt auch komplette Hörbücher. Also ihr habt wirklich eine riesen Library aus verschiedensten Kategorien von verschiedensten Büchern. Und das Coole ist halt, wie gesagt, dass die Bücher zusammengefasst sind. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ein Thema habt, wo ihr vielleicht nicht 100% komplett einsteigen wollt, wo ihr euch das ganze Buch durchlesen wollt, sondern wo ihr euch einfach nur Inspiration holen wollt, dann ist Blinkist wirklich mega geil und auch einfach cool, um das mal zwischendurch zu machen. Also Elle hört zum Beispiel jedes Mal, wenn ich surfen gehe, zum Strand Blinkist. Genau, ich habe jetzt als letztes Biohacking mir angehört, wo es einfach, ich habe das jetzt auf Instagram immer mal wieder gehört und dachte mir, was ist das eigentlich? Und da war es jetzt perfekt, einfach mal 15 Minuten ungefähr da reinzuhören, um was es geht. Also wenn euch das Thema interessiert, da kann ich euch das Hörbuch von Blinkist empfehlen. Aber wie Dominik schon sagt, es ist mega cool, einfach mal in kleine Themen oder in große Themen klein einzusteigen, ja, genau, und sich mal kurz mal informieren einfach. Und das Coole ist, ihr könnt Blinkist komplett 7 Tage kostenlos testen. Geht dazu einfach auf blinkist.de/whatsnext. Link findet ihr auch unten in der Infobox. Link findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und wenn ihr dann Bock auf Blinkist habt, kriegt ihr auch 25% aufs Blinkist Premium Jahresabo. Richtig. Wie gesagt, blinkist.de/whatsnext. Schaut gerne vorbei, probiert es aus. Und wenn euch was taugt, dann schlag zu. Richtig. Und jetzt legen wir los mit der Bali-Reiseroute. Als allererstes würden wir euch empfehlen, in Uluwatu zu starten. Das ist im Süden von Bali und da findet ihr das, warum ihr wahrscheinlich nach Bali kommen wollt, nämlich geile Landschaft, Strand, richtig lange weiße Sandstrände, blaues Wasser, hohe Klippen, und da habt ihr einfach direkt schon mal dieses Urlaubsfeeling. Ja. Der Teil unten in Bali ist einfach noch nicht ganz so touristisch, also auch wenn hier High Season ist, ist da noch nicht ganz so viel los. Das ist irgendwie cool, es verteilt sich da, ne? Genau, finde ich auch. Ja. Also das ist eigentlich ganz cool, um auch anzukommen und reinzukommen. Ja, und man hat auf Bali, wer noch nie auf Bali war, man hat schon echt Teile, wo, keine Ahnung, Starbucks neben McDonalds ist und es ist super eng bebaut, viel Stau, und das hat man halt unten irgendwie alles nicht. Genau. Also man hat diese auch teilweise unbebauten langen Sandstrände, wo wirklich nur ein kleines Restaurant dran ist. Man hat sozusagen die Natur für sich, aber auf der anderen Seite hat man halt auch diese ganzen Annehmlichkeiten, wie irgendwie ein schönes Café, genau, eine Massage. Es gibt zum Beispiel das Single Fins, was so eine Beachbar ist mit Blick über die Klippen. Also man hat so den guten Mix aus beiden, und deswegen empfehlen wir eigentlich den meisten Uluwatu, wenn sie ankommen. Es ist relativ nah am Flughafen und es ist mega schön. Wenn ihr nach Uluwatu fahrt, dann würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, eine Unterkunft in der Bingen Area zu suchen. Hier gibt es nämlich so richtig coole Gästhäuser, die in den Klippen sind. Es gibt da Low-Budget-Varianten wie Stickies 2 zum Beispiel. Es gibt High-End-Varianten wie das Korowai zum Beispiel. Beides schön, das eine halt mit Klima, das andere ohne, das andere ein bisschen schicker, das andere weniger. Ja. Ich würde euch da einfach empfehlen, auf Airbnb Bingen einzugeben, und dann seht ihr schon diese ganzen Unterkünfte, teilweise auch ganze Villen, ja, wo man halt in diesen Klippen schlafen kann. Und ihr habt da wirklich die beste Aussicht über dieses so wunderschöne geil. Meer. Ja. Genau, und die Sonne geht auch immer dort unter. Das heißt, ihr habt jedes Mal den geilen Sonnenuntergang. Richtig, richtig und es sieht schön. Richtig und nice auch aus. An sich dieser Bingen Beach,
der da ist, ist auch mega cool und voll der Spot, sag ich mal, wo die Leute hingehen. Man kann abends einen gegrillten Fisch essen. Ja. Man kann da eben, gibt es auch so Warungs, wo man eben Mittag essen kann. Man kann da eben am Strand liegen und auch surfen, falls jemand von euch dort surfen möchte. Also Win-Win. Und da kommen wir auch gleich dazu, was macht man denn unten in der Area? Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Also erstmal gibt es hier unglaublich viele schöne Strände. Die schönsten Strände sind zum Beispiel der Bingen Beach auf jeden Fall, gerade auch abends, wie sie schon gesagt hat, zum Sonnenuntergang mit einem schönen gegrillten Fisch auf jeden Fall. Ansonsten Dreamland Beach. Dreamland Beach ist cool, da gibt es auch Liegen, die man sich mieten kann. Genau, und dann noch der Melasti Beach zum Beispiel, das ist wirklich einer der schönsten Strände. Dann gibt es noch einen Nyang Nyang, der ist so mit der längste gefühlt. Genau, da ist wirklich gar nichts. Da ist wirklich gar nichts. Also auch mega schön. Obwohl es gibt eine kleine Beachbar, wo man auch eine Kokosnuss trinken kann, also perfekte Mischung. Ja. Und ansonsten haben wir noch den Thomas Beach, der ist ein bisschen leichter auch zu erreichen. Und da gibt es viel mehr Shops. Also da gibt es Shops, wo ihr da so Gereng essen könnt, wo ihr euch eine Liege mieten könnt. Also wenn ihr irgendwie ein bisschen mehr Schatten braucht vielleicht, dann ist ja Thomas Beach zum Beispiel der richtige. Aber schaut euch die einfach vorher gerne an und man kann mit keinem Strand was falsch machen. Ne? Also alle Strände sind geil. Ansonsten, wie gesagt, Sonnenuntergang gucken lohnt sich an vielen Ecken. Singlefin, es gibt noch die Sunset Bar in Uluwatu. Und es ist einfach geil, da oben auf den Klippen zu stehen und sich den Sonnenuntergang anzugucken. Ja, dann gibt es in Uluwatu auch noch den bekannten Uluwatu-Tempel, welcher auch natürlich cool ist und auch auf Klippen steht und man eine geile Aussicht hat. Und Affen. Und Affen gibt es auch, genau. Und im Uluwatu-Tempel gibt es den Kichang-Dance. Kichang-Dance. Das ist quasi ein traditioneller Tanz. Lohnt sich auch mega. Wir waren da jetzt auch selbst erst neulich das erste Mal und dachten uns, wow, könnte man eigentlich öfters mal hingehen. Ja. Das ist eigentlich eine coole Atmosphäre, eben ganz traditionell mit Gesang und Tanz und richtig cool. Dann vielleicht noch als kleiner Geheimtipp, einfach weil unsere Lieblingsmassage in Uluwatu ist. Wenn ihr in der Ecke seid, probiert mal das U-Spa aus. Kostet, glaube ich, 7-8 Euro für eine Stunde. Heute lispel ich irgendwie. Hab's von Fail heute. Für eine Stunde Massage, Preis-Leistungs-Sieger für uns. Und deswegen checkt die gerne mal aus. Ansonsten, wir können nicht alles, was man in Uluwatu, was man auf Bali generell machen kann, hier in diesem Video sagen, weil das Video dann, es keine Ahnung, wie lange gehen. Genau, und deswegen nochmal der Hinweis. Wir haben einen Bali-Reiseführer geschrieben. Wir haben Bali-Video-Guides mit nicht nur einer Reiseroute, sondern, ich glaube, 4 Reiserouten für verschiedene Interessen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ist jetzt auch nicht krass teuer oder sowas, unserer Meinung zumindest. Sehr fair, coole Tipps drin, Insider-Tipps. Genau. Und genau, wenn euch das hier nicht reicht, dann schaut gerne mal bei unseren Reiseführer vorbei. Verlinke ich euch hier oben, verlinke ich euch unten, verlinke ich euch links und rechts. Und dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Ort, wo ihr hinreisen solltet nach Uluwatu. Würden wir empfehlen, einfach mal ins Landesinnere zu fahren, damit ihr noch mal ein ganz anderes Bali kennenlernt. In Ubud findet ihr ganz viele Reisfelder, es ist grün, eben weit weg vom Meer. Tempel gibt es ganz viele, es gibt ganz viele so Schnitzereien und Yoga. Und das Coole ist, es ist halt auch nur 1 Stunde, 1,5 Stunden von Uluwatu entfernt, aber es ist halt ganz anders. Und deswegen noch mal vielleicht als Tipp für euch generell, wir sagen immer, nicht nur eine Unterkunft buchen, wenn ihr nach Bali kommt, sondern wie wir hier zum Beispiel empfehlen, vielleicht 3 bis 4. Das werdet ihr dann am Ende wissen, wie viele. Und auch nochmal die Frage, die wir oft bekommen, wie reise ich denn von Punkt A nach B? Wir machen es immer so, wir fahren eigentlich alles mit dem Roller. Ja. Wir haben auch Rucksäcke dabei, die kann man sich dann auf den Roller zwischen die Beine einstecken, einen hinten drauf zum Beispiel. Also für uns ist das kein Problem. Wenn ihr jetzt einen Koffer habt, wie gesagt, meine Verwandten waren hier, die hatten ein Kind dabei und so, da kann man natürlich nicht alles Gepäck auf einen Roller stecken. Ja. Dann kann man es auch easy mit Taxi machen. Es gibt hier 2 Apps, Gojek und Grab, das ist sowas wie das Uber Indonesiens, sag ich mal, oder Asiens quasi. Und da kriegt ihr dann so für 10, 20 Euro natürlich, je nachdem wie weit die Strecke ist, ein günstiges Taxi, genau, in Autoform. Es empfiehlt sich schon sehr, Roller zu fahren, aber ihr müsst halt nicht alles mit dem Roller machen, sondern eher das Erkunden vielleicht mit dem Roller und dann die weiten Strecken mit dem Auto. Es geht auf jeden Fall easy hier, ne? Also Transport ist echt super easy hier und auch günstig. Aber wenn wir dann in Ubud sind, dann vielleicht die Empfehlung, ein bisschen außerhalb zu schlafen. Wir finden gerade nördlich von Ubud, also es müssen jetzt noch 5 bis 10 Minuten sein, ist es schon viel schöner, weil das Ubud-Zentrum ist schon sehr bebaut, sehr touristisch, viel Verkehr. Und da muss man nicht unbedingt drin wohnen. Und wir finden auch, wenn man nach Ubud kommen will, man vielleicht auch dieses friedvolle Genießen, diese Reisfeld-Views haben und einfach so das Gefühl haben, in der Natur zu sein, was man ja auch total ist.
Und deswegen einfach ein bisschen nördlich nach Ubud gehen. Natürlich in unserem Reiseführer sind ganz viele Tipps für Unterkünfte. Deswegen schaut da gerne vorbei oder ihr guckt einfach auf Booking oder Airbnb. Also da findet ihr schon was. Und dann halt gucken, nicht direkt im Stadtzentrum zu sein, sondern ein bisschen außerhalb. Genau. Und was macht man jetzt eigentlich in Ubud, wenn ihr dann da seid? Wir würden euch natürlich empfehlen, erstmal eine Yogastunde zu machen. Das gehört in Ubud einfach dazu. Oder auch so Klangtherapien oder sowas. Genau, Soundhealing in so Pyramiden. Und da gibt es so spirituelle Sachen, gibt es da viel. Also da würden wir empfehlen, irgendwie mal was von auszuprobieren. Ja. Man kann natürlich super lecker essen, ob einheimisches Essen oder fancy Pizza oder was auch immer. Und man kann sogar gut über Märkte schlendern, ne? Also es gibt auch viele Märkte und auch so Local-Food-Märkte einfach. Und was mir da gerade auch einfällt, wenn wir bei Essen sind, wir haben sogar mal einen Kochkurs in Ubud gemacht. Wir haben da einen gemacht, keine Ahnung, was der 10, 20 Euro gekostet hat oder sowas. Und man geht dann morgens auf den traditionellen Markt, kauft die ganzen Zutaten ein, kocht dann alles zusammen, kriegt die Rezepte mit nach Hause. Übelst geile Erfahrung. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp, finde ich. Definitiv. Ansonsten gibt es noch Tempel. Du weißt, wie der heißt? Ich weiß es nicht, aber meine Notizen. Tetra im Pool, genau. Also es gibt viele Tempel. Genau. Auch in Ubud selbst könnt ihr einfach reingehen, aber der Tetra im Pool ist somit der coolste, weil man da halt so eine, wie soll man das sagen, so eine Wasserzeremonie sozusagen machen kann. Mitmachen kann, genau. Ja, genau. Und der Tempel auch an sich ist richtig schön. Ja. Liegt auch ein bisschen außerhalb, aber... Ja, 20 Minuten im Roller oder so. Easy peasy. Easy, es lohnt sich. Und dann ist natürlich Ubud, wir haben ja schon gesagt, liegt ein bisschen im Landesinneren von Bali. Deshalb gibt es dort auch richtig viele Wasserfälle. Ja. Unsere liebsten Wasserfälle sind auf jeden Fall meiner. Ist Leke Leke Wasserfall. Genau, das ist so 40 Minuten. Ja, ich dachte eine Stunde, aber... 40 Minuten bei meiner Fast. Ja, okay, also eine Stunde ungefähr entfernt. Direkt daneben ist der Nyang Nyang, der ist auch richtig beeindruckend, riesig. Wenn ihr nicht ganz so weit fahren wollt, dann ist der Tibumala zum Beispiel super schön. Ja. Der ist nah an Ubud dran. Da auf dem Weg dahin sind schon so die Palmen richtig geil. Ist auch ein cooler Wasserfall. Und da gibt es echt viele Wasserfälle, die ihr anschauen könnt. Genau, die meisten kosten nur so ein paar Euro Eintritt und sind auch immer ganz easy zu erreichen. Da fragen auch immer viele. Es sind meistens Stufen. Ja, aber ihr könnt viel also tracken mit Flipflops. So. Das ist alles kein Problem. Und wenn ihr Next Level machen wollt, was so Wasser und Dschungel angeht, kann man auch Rafting machen. In Ubud haben wir noch nie gemacht. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Area, wo solche Sachen angeboten werden, weil man ist halt im Dschungel. Ist auf jeden Fall auch richtig geil. Und deswegen merkt ihr, also man kann super viel erleben in Ubud, man kann super viel machen. Natürlich Klassiker wie der Monkey Forest ist ein Muss eigentlich, finden wir auch super cool. Und deswegen kann man gut 5, 6 Nächte in Ubud verbringen. Man kann echt viel machen, bisschen Ausflüge machen. Und wenn ihr noch ein Stück weiter gehen wollt, sogar weil halt Ubud so zentral ist, könnt ihr zum Beispiel auch noch hochfahren nach Kintamani. Da habt ihr einen Blick auf den Mount Batur. Könnt da einen Kaffee trinken mit so unglaublichem View. Ihr könnt auch zum, wie heißt der nochmal, Dana Bratu oder so, dieser Tempel, der im Wasser ist. Ich glaube, der ist sogar auf den Geldschein von Indonesien drauf. Stimmt. Also auch ein sehr bekannter Tempel. Es sind, glaube ich, 1,5 Stunden Fahrt. Also es gibt super viele Ausflüge noch, die man in Ubud machen kann. Und deswegen lohnt es sich einfach abzuhängen und die Ruhe zu genießen und lecker Essen zu essen und einfach dieses andere Bali nochmal kennenzulernen. So, und jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen chillen in eurem Urlaub hier auf Bali und ein bisschen Inselfeeling mitnehmen. Deswegen empfehlen wir... Jetzt fahren wir auf eine Insel. Gerne, genau. Nusa Lemongan, das ist eine kleine Insel hier direkt vor Bali. Man braucht von Sanur aus bis dort rüber so ungefähr 40 Minuten. Und ihr werdet schon, wenn ihr noch auf dem Boot seid und quasi noch nicht mal abgestiegen seid, von unfassbar klarem, blauem Wasser überwältigt. Ja. Also als ich das erste Mal da angekommen bin, ich konnte es gar nicht fassen. Inselfeeling. Genau, die Strände sind mega weiß und wie gesagt, es ist eine ganz kleine Insel. Es gibt noch Nusa Ceningan direkt daneben. Die beiden Inseln sind mit einer Brücke verbunden und da ist einfach Inselfeeling angesagt. Ja. Also es ist, man merkt richtig, alles wird langsamer, man kann entspannen. Man wartet länger auf sein Essen. Genau, ja. Ja, bei Essen, es gibt einige Warungs, es gibt aber auch ein paar fancy Sachen, also da seid ihr auch gut abgedeckt und braucht euch keine Sorgen machen. Ja, und das Coole, was wir auch an Lemongan finden, ist, es ist eine kleine Insel, aber irgendwie gibt es übertrieben viel zu machen. Ja. Also ob jetzt am Strand chillen und einfach, keine Ahnung, abends zum Sonnenuntergang irgendwie lecker Fisch oder sowas am Strand essen, aber man kann auch viel erkunden. Also es gibt zum Beispiel auf Nusa Ceningan die Blue Lagoon, die einfach unglaublich schön aussieht. Es gibt den Mahana Secret Point, wo ihr von den Klippen springen könnt, wo ihr die Surfer beobachten könnt. Man kann selber surfen, man kann Stand-Up paddeln. Ja. Man kann auch zum Devil's Tier, wo die Wellen so gegen die Klippen schlagen und so mega hochspritzen, was auch einfach mega geil aussieht. Ja. Also das haben wir schon oft reingeguckt und wir sind schon über 30, finden es aber immer noch cool, wenn die Wellen gegen die Klippen schlagen.
kann man nicht anders sagen. Es ist cool, okay? Deswegen, es gibt viel zu sehen. Und das Highlight natürlich, warum man nach Nusa Lembongan kommen muss, sind die Mantas. Das heißt, ihr müsst eine Schnorcheltour machen. Ihr fahrt mit der Schnorcheltour zum Manta Point. Die Schnorcheltour könnt ihr da auch überall buchen. Also ist super easy, einmal zum Strand gehen und sagen, ich will schnorcheln. So auch übrigens das Ticket von Bali nach Lembongan. Ja, genau. Und am nächsten Tag geht ihr dann schnorcheln, weil die Schnorcheltour meistens früh gehen. Oder früh ist meist besser, weniger Wind und so. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Auf jeden Fall, genau. Und dann gibt es da einen Manta Point. Das heißt, ihr könnt mit Mantas schnorcheln, was schon mal mega krass ist. Ja. Aber auch sonst, da die Schnorchelspots sind geil. Es gibt da noch den Mangrove Point. Auch mega krasse Korallen, schöne Unterwasserwelt. Crystal Bay ist auch sehr bekannt. Und deswegen lohnt sich Lembongan einfach auch, was Unterwasserwelt angeht. Also es ist echt super schön. Das ist aber noch nicht genug, denn, was wahrscheinlich viele von euch kennen, Nusa Penida. Nusa Penida ist ungefähr 15 Minuten von Nusa Lembongan entfernt. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, am Strand rumhängen, bisschen Nusa Lembongan, Chenningan erkunden, reicht mir nicht, könnt ihr direkt nach Nusa Penida rüberfahren und da habt ihr dann nochmal eine ganz krasse Insel. Ja. Wahrscheinlich kennen ja alle Kilinking Beach zum Beispiel. Genau, aus Instagram. Also da gibt es auch so tolle Strände und blaues Wasser. Also es ist wirklich noch krasser, als auf Instagram es scheint, genau, wenn man selber da steht. Deswegen empfehlen wir eigentlich schon, da mal vorbeizuschauen und sich das mit eigenen Augen anzusehen. Ja, wir haben auch ein ganzes Video zu Nusa Penida, weil das jetzt auch den Rahmen hier sprengen würde. Deswegen schaut euch das auch gerne an, wenn euch das mehr interessiert. Generell würden wir sagen, kombiniert vielleicht beides. Geht irgendwie 3-4 Nächte nach Lembongan und geht dann nochmal 2 Nächte nach Penida. Weil wir finden Penida fast auch zu schade, einfach da nur so eine Tagestour hinzumachen. Sondern nehmt euch da auch Zeit, da gibt es auch schöne Unterkünfte. Und dann habt ihr echt eine richtig coole Kombination aus schönen Stränden, Insel-Feeling, aber trotzdem irgendwie Abenteuer. Ihr habt euch was angeschaut und ihr habt echt so mit das Schönste gesehen, was Bali zu bieten hat. Ja. Deswegen finden wir das echt richtig nice. So Leute, ganz trockenen Mund geredet hier. Das ist für uns so die klassische Reiseroute, sag ich mal, für alle möglichen Leute, die nicht jeden zweiten Tag weiterreisen wollen, wie der klassische Backpacker, trotzdem aber nicht nur an einem Ort chillen wollen. Fast die gleiche Reiseroute habe ich mit meiner Family gemacht, auch mit Kind. Ja. Und wir sind der Meinung, so sieht man so die schönsten Ecken aus Bali. Genau, und auch so ein guter Mix. Also ihr habt eben Strand, ihr habt Inland, ihr habt nochmal Insel. Also es ihr habt trotzdem fancy Restaurants. Genau. Ja. Und das ist so mit für uns, also wenn ihr das gesehen habt, dann habt ihr schon echt schöne Ecken von Bali gesehen, Kultur mitbekommen. Und deswegen empfehlen wir die Reiseroute immer gern. Natürlich ist eine Reiseroute so individuell wie der Reisende, deswegen ist es auch immer nur eine Richtlinie. Guckt euch nochmal selber an, hey, boah, ich habe das hier auf Instagram gesehen und den Tempel will ich mir noch angucken. Genau. Und dann passt das irgendwie an, so, oh, guck mal, der Tempel ist nur eine Stunde von Ubud entfernt, wenn ich in Ubud bin, fahre ich da vielleicht nochmal hin und so weiter und so fort. Also da müsst ihr wirklich gucken, auch wie viel ihr sehen wollt, wie viel wollt ihr rumreisen. Wie gesagt, das ist natürlich sehr individuell. Vielleicht zwei Fragen, die auf jeden Fall kommen werden, dachte ich, müssen wir noch beantworten. Erste ist, warum nicht Gilis, sondern Nusa Lembongan? Und man kann beides machen. Wir finden aber, Nusa Lembongan hat mehr zu bieten, ne? Genau, und es ist auch einfach näher. Also wenn ihr jetzt irgendwie nicht so viel Zeit habt, dann müsst ihr euch halt auf irgendwas erstmal beschränken. Und wir sind einfach dann Team Nusa Lembongan. Ja, ich finde auch zum Beispiel die Mantas gibt es auf den Gilis nicht, was ein Highlight ist. Ja. Und auf den Gilis kann man generell weniger machen. Wollt ihr natürlich genau das weniger machen und nur am Strand chillen und da gibt es auf den Gilis gibt's zum Beispiel nicht mal Roller, das heißt, ihr habt noch mal mehr Insel-Feeling. Ja. Dann ist es natürlich cool und die Gilis sind auch zu erreichen. Ich sag mal, so ein halber Tag dauert es, um dorthin zu kommen mit Speedboat und Roller. Ja. Geht auf jeden Fall. Wir empfehlen aber eher lieber Lembongan und weil man halt noch Penida damit drin hat. Und dann wahrscheinlich die Frage, die am meisten Leute interessiert, ist, where the fuck is Canggu? Weil wir in Canggu leben, wir in den Stories auf Instagram natürlich viel von Canggu zeigen und auch gefühlt jeder auf Bali in Canggu ist. Ja, Vor allen Dingen aktuell, genau. Aber wir sind der Meinung, für Reisende, die schönsten Ecken aus Bali sehen wollen, die paradiesische Strände sehen wollen und die Kultur sehen wollen von Bali, ist Canggu nicht der Number One Spot und muss nicht mit drauf. Kann natürlich, muss aber nicht. Wir werden sogar, das nächste Video wird sein, 10 Gründe, warum man nicht nach Canggu reisen sollte. Also wenn euch das interessiert, schaut euch das nochmal gerne an. Es gibt natürlich auch Gründe, nach Canggu zu kommen. Vielleicht müssen wir da auch nochmal ein Video drüber machen. Aber so als Empfehlung von uns. Genau, für Reisende. Wie gesagt, wir wohnen halt hier. Das ist nochmal was anderes. Aber für Leute, wie Dominik gerade schon gesagt hat, die einfach Bali erleben wollen, muss man Canggu nicht sehen. Ist Canggu halt eigentlich, genau, wenn ihr jetzt sagt, nee, will ich es trotzdem sehen. Genau, ich will noch nach Canggu. Es ist
vom Flughafen 40 Minuten entfernt. Ja. Ist natürlich kein Problem, ihr könnt vorbeikommen. Könnt ihr natürlich auch noch ein, zwei Tage hier einplanen. Genau, und dann könnt ihr uns Peace zeigen von beiden. Von beiden. Von beiden, ihr könnt auch vom Nahen. Ihr könnt auch vom Nahen und Hallo sagen natürlich. Ja, aber genau, das ist unsere Reiseroute. Ich hoffe, sie hilft euch bei eurer Reiseplanung. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr wollt, wenn euch das Video gefallen hat. Genau, schickt es gerne an Freunde, wenn ihr denkt, das könnte denen auch noch weiterhelfen. Ja. Wie gesagt, wir kriegen diese Frage ständig mit der Reiseroute. Ja. Deswegen ist da Bedarf. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich jetzt unten reinschreiben. Wenn ihr Tipps habt, auch gerne unten reinschreiben. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss.